Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Ja, was wir machen werden in dieser Folge, auf jeden Fall unsere Quests fertig machen. Dafür müssen wir noch einen Kuchen machen. So, den werden wir auch direkt... Habe ich den Zucker denn dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Da haben wir keinen Zucker. Mist. Wo habe ich die ganzen Sachen hingepackt? Da auch nicht. Zucker. Eier. Milch. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Aufnahme auch zu sehen ist, aber irgendwie ruckelt das Spiel heute extrem. Ich weiß nicht, ob das durch den neuen... Patch gekommen ist. Oh, Weed. Weed brauchen wir. Haben wir irgendwo noch Weed? Natürlich nicht. Es ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht. Wo sind denn die Weed-Samen? Da, Weed Seed. Gut, ich pflanze noch mal kurz Weed an und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal schauen, Erde habe ich noch. Zack. Die Weed-Samen. Hallo? Ach so, ach nö. Ja. Wir sehen uns gleich, ne? Wiedersehen. So, Leute, ich habe mir jetzt mein Weed geholt und werde mir jetzt mal meinen Kuchen machen hier. Was kann der denn? It's a delicious cake. Okay. Der fällt unter Gesundheit. Mhm. Oh, und unter, was ist das? Schnelligkeit oder was ist das? Naja, ich mache ihn mal. Zack. Und damit haben wir auch eigentlich schon... Okay, hier wollte ich nicht hin. Damit haben wir auch alles schon für die Quests fertig. Und wir können zum Portal, bringen die Quests weg. Und dann geht es eigentlich auch schon zum ersten Endgegner. Da bin ich mal gespannt, ob das in der ersten Folge dieser Aufnahme noch passieren wird. Oder ob es vielleicht doch schon erst in der nächsten Folge passiert. Das werden wir natürlich alles sehen. Vielleicht mache ich heute auch nicht ganz so lange, weil irgendwas ruckelt hier. Vielleicht sollte ich meinen PC mal neu starten, damit das nicht mehr ganz so ruckelt. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass das jetzt hier nicht mehr Diamond... Oh, falsche Kiste. Dass das hier nicht mehr Diamond Ore ist, sondern das ist ein einzelner Diamant. Das heißt, wir haben schon 44 Diamanten. Das finde ich schon krass. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich Diamanten gefarmt habe. Naja, mal schauen, ob das jetzt beim Outpost auch noch so ruckelt. So, komm. Ich hätte gerne einen Energy Dash. Dann könnte ich mich schneller fortbewegen. Okay, hier ruckelt es auch extrem. Das ist natürlich echt super. Yeah, 80 Pixel. Ein Schwert. Okay, was haben wir denn da? 116. Naja. Ich bleib mal bei meinem... Ich bleib wirklich mal bei meinen anderen Waffen. Ups. Oh, ich habe vergessen, die Sachen wegzupacken. Das Ei, die Milch, etc. So, dann haben wir hier noch eine cool Jacket. Oh, 50 Intelligenz.
Ups. Na, dann ziehen wir die doch einfach mal an. So, damit hätten wir die Quests alle abgeschlossen. Nein, da ist noch eine. Ups. Ah, auf der Toilette. Guten Tag. So, damit haben wir sie alle abgeschlossen. Das heißt, ich kann zurück aufs Schiff und mich für den Endboss wappnen. Vielleicht sollten wir vorher noch ein paar Plant Fibers sammeln, um uns Bandagen zu machen. Auch wenn wir schon 100 und haben, sollten wir das tun. So, einmal kurz die blöden Funny Pages in den Müll. Fackeln haben wir, Bandagen haben wir. Die Bandagen tue ich mal auf 3. 4 eine Schusswaffe, 5 eine Schusswaffe. Obwohl, nee. Ich tue mal 5 den Schläger, die 7 machen wir die Schusswaffe. Bugnet, okay. Blöcke haben wir. Genau, das Ei und so, das wollte ich noch wegpacken. So, das haben wir auch weggepackt. Dann haben wir doch gar nicht mehr so viel. Den Rest kann ich auch eigentlich mitnehmen, das ist ja egal. Genau, ich wollte nochmal ganz kurz. Stimmt, ich habe ja jetzt noch eine Tech-Karte. Das heißt, ich könnte. Rein theoretisch könnte ich noch den Energy Dash nehmen. Ey. Autsch. Oh, hier haben wir noch Ölseen. Jetzt ruckelt es extrem. Okay. Hallo, jetzt kommt er aus dem Ölsee nicht raus. Aber ich glaube, hier auf dem Planeten... Oh, was ist das denn? Oh, geil. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die packe ich mir direkt mal hier oben hin. Die mitgenommen. Gelesen direkt mal. Und das nehmen wir auch gleich mit. Und wie ihr seht, habe ich eine Laterne auf dem Rücken. Das ist, damit es etwas heller wird für euch nachts. Damit man auch mal was sieht. Scheiße, wo finde ich jetzt... Wo finde ich denn jetzt Plant Fibers? Ist vielleicht echt der falsche Planet dafür. Ich beam mich hoch und mach mich mal auf den Weg zum Endgegner. Titanium. Wo zur Hölle finde ich Titanium? Ich habe noch nicht einmal Titanium hier gefunden. Ja, das brauchen wir. Dann können wir hier... Tja, Leute, und da geht's auch schon los. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Naja, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, mal das Licht anmachen hier. Irgendwo hier war doch so ein Schalter, wo man das Licht anmachen kann. Nein, na da. Nehmen wir mal die Taschenlampe. Geht der Haartrockner? Haartrockner, was? Oh, geil. Eine Mülltonne. Eine Toilette. Mülltonne, sage ich schon. Gut, hier unten ist nur schlafen. Das kann ich mitnehmen. Mal eben kurz nochmal hochheilen. Da unten sieht man schon einen der Gegner.
Das sind so ganz komische, glitschige Viecher. Gut, da komme ich... Oh nein, Leute, wisst ihr, was ich vergessen habe? Das sollte ich vielleicht vorher nochmal machen. Bevor wir... Aua! Diese Treppen sind manchmal echt gemein. Kann ich mich nochmal zurück auf mein Schiff beamen? Scheiße, ich komme nicht nochmal zurück. Ich wollte den Energy Dash doch noch drauf machen. Mist. So, da oben rein. Falscher Knopf. Mist. Direkt mal Leben verloren. Komm schon, stirb. Wow. Alter, jetzt sind hier plötzlich überall. Scheiße. Wir werden so viele Heiltränke brauchen. Was ist denn mit der 5? Okay, was ist mit der 9? Ah, nein, das ist so eine Waffe. Was ist mit der 7? Der ist tot. Der ist tot. Gut, hier haben wir dann keine mehr. Die sind alle weg. Huh. Erstmal voll ins Loch reinfallen. Ey! Bleib stehen! Okay, der braucht also 3 Schüsse, um zu sterben. Gut zu wissen. Oh oh. Erst schauen, was hier hinten ist. Hier hinten kommen wir nicht weiter, okay. Tot. Tot. Okay. Energie aufgeladen. Schuss, Schuss, Schuss. Ah, nicht verletzt worden, das ist sehr gut. Schuss, Schuss, Schuss. Schuss. Und weg mit dem Ding. Nein, nein, lad auf, lad auf. Na, knapp. Na, der ist tot. Der ist auch tot. Ich bin mal auf den Endgegner gespannt. Ich habe ein Bild davon gesehen, von dem auf der Homepage von Starbound. Der sah schon recht schwierig aus. Nein, nein. Scheiße, Schaden. Ach, komm schon. Schieß. Mensch. So. Ich hätte mir vielleicht noch eine bessere Rüstung machen sollen, mit mehr Energie. Ups. So, dann einfach mal... Oh, nö. Das darf doch nicht wahr sein. Das einzige Problem ist echt die Energie. Ey, ey. Komm her. Och, Mensch. So. Den auch noch. Wisst ihr was? Den mache ich mit der 6. Ha! Pass auf, jetzt kommt wieder... Oh, da ist ein Überlebender. Guten Tag, Überlebender, was geht? Oh.
Alles gut? Hm? Jetzt bin ich doch wieder die Mission am Machen. Kann ich hier eigentlich einfach aus der Mission raus? Mit Save and Quit? Och, stellt ihr euch doch nicht hier unten drunter. Komm schon. Das Lustige ist die... Die Energie, die rutscht so lustig über den Boden. Gut, hier kommen wir nicht lang. So, Leute. Oben oder unten? Oben oder unten? Dahin kommt er nicht. Nee, 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 so nicht. Okay, ich glaube, oben lang dürfte für das erste einfacher sein. Einmal kurz abwarten, bis die Energie wieder zurück ist. Und Großangriff. Ey! Hallo, könnt ihr mal mitkämpfen? Lassen die mich hier alleine kämpfen. Alter, mit so einer Armee von Menschen hier. Und dann lassen die mich wieder alleine kämpfen. Echt nett von denen. Hm, die nehme ich mit, die Pixel. Nehme ich auch mit. Hm. Da oben komme ich nicht lang. Hier runter komme ich noch. Oh, eine Kiste. Das lesen wir. Den Space Helm nehme ich mal mit. Das bedeutet, wir kriegen wahrscheinlich einen ganzen Space-Anzug hier. Den müssen wir uns dann irgendwann mal hier irgendwie zusammensuchen. Ich weiß auch nicht, ob man die Mission mehrfach spielen kann. Schieß, schieß! Aber ich bin mal gespannt, weil noch sind das ja alles echt klitzekleine Viecher. Und ich glaube, wir müssen beim Endgegner auch Jump'n'Run machen. Und ich... Darin bin ich eher weniger gut. Ist nicht so meine Stärke, aber ich werde es natürlich versuchen. Aber ich muss sagen, wir gehen hier auf jeden Fall sehr einfach durch.